Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Sonic Generations. Um es ganz schnell zu Ende zu bringen. Denn irgendwie will mein Controller in diesem Abschnitt nicht so. Kann man denn... Ach genau, ich weiß hier, wie man da rumkommt. So. So, so und so. Lass uns anfangen. Damit wir es mit dir auch hinter uns haben. Ach, du warst der Kampf, ne? So, das war unten, ne? Ich glaube, auf schwer hat er sogar drei Kerne. Fällt mir gerade ein. Da kommt er schon her. Ich glaube, das ist leider. Leider nicht bekommen ich nochmal. Ja. Power Up Sonic! Ich bin doch schon dabei. Na komm. Na komm. Schaffen wir es in einer Runde? Ja, anscheinend. So, das war der Bosskampf. Ziemlich einfach. Und das ist unser sechstes S. Schön. Nur noch eins. Ich weiß nicht, was in der Welt gerade los war mit der Steuerung, aber es war nicht toll. So, ich glaube, jetzt kann man die auch schwer machen, ne? Ja, aber lassen wir. Wenn ihr das machen wollt, dann kauft euch das Spiel selbst. So. Warst du noch? Ich glaube ja, ne? Ja, gehört jetzt noch dazu. Aber ich glaube, die Welten mache ich mit dir. Doppelgänger. Ihn fangen. Das war's. Nehmen wir das hier. Das hört sich ganz gut an. Ich denke, das ist das Beste, was wir hier machen können. Lustig ist, die Power-Abschub bringen uns irgendwie gerade mal überhaupt nichts in diesem Abschnitt. Wow. Njung. Njung. Da war ein Speicherpunkt, den ich mir nicht hole, aus irgendwelchen Gründen. Frag mich aber nicht warum. Oh. Oh, das war ziemlich knapp. Gut, dass wir das überlebt haben. Nächster Speicherpunkt wäre cool. Oh nein, nicht so ein Sprung. Oh Mann, oh. Kann ich doch nicht so toll. Toll, ich glaube, die Plattformen sind nicht ganz synchron. Na klasse. Oh, oh nee, nicht nochmal. Oh nee. Ringe wären toll, danke. Oh, da ist ja schon viel. Das ging aber fix. So,
bisschen Nummer 1, bitte. Danke. So, dann wollen wir mal zu den anderen. Ah ne, Quatsch. Wie kommt man nur zu dir? Das hat seinen Grund, warum ich nicht die 3D-Abschnitte mache. Weil die Steuerung da einfacher ist. Yeah. Oh, da war mein Board weg. Da war mein Board wieder weg. Aber wir haben ja gleich wieder ein neues. Das ist schön. Yeah. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir hier machen, aber es funktioniert anscheinend. Ja. Und dann kommt ein Gegner und alles ist hinüber. Wow. Wow. Moment, was ist das? Eine Kettensäge, genau. Oh. Wir sind doch nicht bei Super Meat Boy. Oh, mit der Sang. Damit hätten wir, glaube ich, unsere Errungenschaft mit 7 S-Rängen, oder? Das sieht das für die nicht. Nee, das sieht für die nicht. Schade. So, dann hätten wir hier auch. Dann müssen wir jetzt nur noch da hin. Frage zu viel. Zu weit. Wie soll man denn da an der Seite hochkommen? Speed, Gegner. Nehmen wir Speed, oder? Ich glaube, das ist das Einfachste. Schauen wir mal, dass wir hier möglichst schnell durchkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier gerade gar nicht vorankommen. Komm, komm, komm. Wir müssen da rüber. Ah. Na komm. Na, ist zu früh. So, jetzt. Ausgewichen. Komm, nach oben, nach oben, nach oben. Oh, okay. Und wieder nach unten. Hoppala. Njung. Oh, könntest du mal... Wieso komme ich da nicht weiter voran? Das wundert mich gerade. Ja, genau. Ich bräuchte irgendwo Luft her. Ja, könntest du bitte wieder runter? Danke. Also unten muss man so ran, okay. Hey, aus, 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 aus. Oh. Oh. Könntest du bitte heller nach oben? Danke. Okay, jetzt müssen wir mal hier lang. Ui, 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 ui. Was machst du? Dich, okay. Ja, die Stacheln habe ich gesehen, deswegen bin ich so weit wie möglich nach rechts, um hier ins Ziel zu kommen. So, und damit dürften wir jetzt den letzten Schlüssel haben, um zum nächsten Boss gehen. Mein Lieblingsboss. Ja, ich weiß, dass ich alle Schlüssel habe. Danke sehr. Ich bin
Unterbrenner. Los, los. Weil Bosskampf ist einfach. Oh yeah. Perfekt Chaos. Mit dieser überaus tollen Bossmusik. Ich glaube, das ist sogar die Originalmusik aus Sonic Adventures vom Bosskampf. Deswegen mag ich ihn ja so. Das Einzige, was mir nicht gefällt, diese 3D-Abschnitte. Genau, erstmal müssen wir hinkommen. Dann kommt erstmal der zweite Abschnitt. Und bam! Voll in die Fresse. So, und dann geht's weiter. Perfekt Deus ist einfach genial. Von der Bossmusik alleine schon her. Zwar nicht so toll wie die von Dark Souls, aber immerhin auch toll. Und das Witzige ist, hier gibt es Speicherpunkte, bei den Original gab es damals keine. Wow, das war knapp. Und der Bosskampf war auch nicht so lang. Und man hat ihn als Super Sonic gemacht. Bams! Und nochmal. Fängt jetzt die zweite Phase an. Ach, genau. Gut, dass ich mit ihm so weit aufgehoben habe. Jo, hat funktioniert. Und nochmal in die Fresse. Und jetzt fängt Phase 2, glaube ich, an. Die gab es damals im Original auch nicht. Muss man dazu sagen. Jetzt wird es nämlich lustig. Weil man hier mit der Kamera ein bisschen hinbekommt. Wow. Und die Kamera in diesem Spiel ist nicht unbedingt voll. Boah. Das war ziemlich knapp. Ja, das meinte ich mit Kamera. Die ist hier nicht so pralle. So. Wir müssen ja jetzt hier vorne noch kein Dings zünden, kein Tor. Sondern erst ab hier eigentlich. Und dann in die Fresse. Perfekt Chaos ist perfekt down. Wir waren ja auch fast da und dann hat sie ja fast verloren. Deswegen mag ich es nicht, dass das irgendwie mit meinem Controller nicht so richtig will. Weshalb auch immer. Oder ich treffe immer den... Wow. Ich glaube, er macht ja auch Plattformkopf. Das fällt mir mal krass auf. Ja. Das war mies. Da hat er wieder Versuchung. Eigentlich ist der Kampf auch nicht schwer, wenn man Controller mitmachen will. So, und das Ganze noch einmal. In der Hoffnung, dass diesmal der Controller mitmacht. Deswegen gehen wir jetzt hier auch mal ganz vorsichtig vorne. Vielleicht nicht zu vorsichtig, weil die Plattform gehen kaputt. Oh. Die aber auch. Bams! Down ist er! Ja komm, stirb einfach. Ist gut.
Sag ich doch. Ah, und down. Mit B-Rang. Schade. Du hast ziemlich viel von dieser Welt zurückgebracht. Wow. Das sah eben sehr spektakulär aus. Du machst das gut, Sonic. Du meinst wohl, ihr macht das gut, Sonics. Stimmt, das werde ich nie lernen. Oh! Pass auf! Das Monster mochte den Emerald wohl nicht. Diese Dinger waren schon immer nützlich. Ein paar davon haben wir schon, aber wir brauchen diesen Emerald. Sonic, du solltest dir das genauer ansehen. Du kriegst diesen Chaos Emerald bestimmt wieder und unsere Freunde auch. Und ich wette mit euch, wir brauchen alle 7 Emeralds. Wie kommst du nun darauf? Das war ja bis jetzt kein Teil, ihr so habt dass ja man... Ganz schön was vor euch. Einfache Abenteuer sind einfach langweilig. Und einfache Spiele sind auch einfach langweilig. Hm. So, jetzt noch 2 Level. Und dann habe ich den alten Stand wieder. Dann ist das Let's Play auch für mich vorbei. Wenn ihr die Zusatzsachen machen wollt, dann kauft euch das Spiel selbst. So. Oh nein. Nein. Nein! Oh. Nicht diese Welt. Kann ich nämlich genauso so wenig ab wie alle anderen. Auch wenn es eine tolle Musik hat. Übrigens genau deswegen, weil man am Anfang einfach, wenn man nicht den Gegner trifft, man direkt abstürzt. Aber dafür gibt es auch gleich nach dem Anfang Speicherpunkt. Los, Abgrund. Diese Stadt ist ziemlich kaputt, wie man feststellen kann. Daher sollte man aufpassen, wo man hinspringt. Und zwar genau aufpassen, wo man hinspringt. Deswegen ziemlich gerade auch kein Pogo. Ah nein, nicht wir haben es. Oh, doch wir haben es. Schnell aus der Lava. Du bist jetzt nirgendwo reinfallen. Und irgendwo bin ich ja bekommen. Oder ein Speicherpunkt. Ach genau, das war der Mist hier. Aber wir haben es überlebt. Wow. Das ging, glaube ich, letztlich nicht. Naja, umso besser. Übrigens, Daumen ist leer. Für alle, die es interessiert, dass Daumen leer ist. Ah, die Musik ist echt voll. Oh, jetzt fängt das schon wieder damit an. Oh. Ja, du musst da vorne. Ich hoffe, ich schaffe das noch, das Spiel durch. Auch wenn ich... Oh, Aktionsfeld. Hatte ich den Erfolg nicht? Nee. Ach, ich erinnere mich, das war der Mist. Oh nein. Ich erinnere mich wieder, warum ich diese Welt gehasst habe. Geht's nicht einfach hier oben auch lang? Ja, oder in die Lava springen. Hm. Okay, das ist ein bisschen weiter. Und zack. Ja, und da lang. Einfach weg von dem Mister.
Warten. Immerhin haben wir einen Pinkas. Oh. Sollte da springen? Hat mir auch jemand geflüstert? Ach genau, jetzt kam der was. Oh nein. Oh, schön. Schlimme ist aber, hier geht's noch weiter und ab hier glaube ich kam die Stelle, die ich gehasst habe. Ah, weil das da. Ja, kannst du laut sagen. Wow. Ah, ich hab's irgendwie überlebt. Autsch. Ich hab's irgendwie überlebt. Das ist das Hauptsächliche. Au. Okay, dann sammeln wir uns mal hier die Ringe. Oh. Oh. Ringe. Ich brauch Ringe. Ganz großes. Oh, oh. Gegner, oh, oh. Ich brauche irgendwo Ringe, ja. Und ich glaube plötzlich. Vorher das Ziel. Ziel geht auf. Hauptsache, irgendwas. Oh, Glück gehabt. Oh, schön. Glück gehabt. Das dürfte aus Sonic the Hedgehog sein. Dürfte daraus sein. Ja, definitiv daraus. So, dann mal die Welt wechseln. Oh, jetzt wird's scheiße. Bei ihnen kann ich die Welt noch weniger als gerade eben. Auch wenn man hier schön Wettrennen machen kann. Wundert euch nicht, wie ich hier durchjumpe, weil ich kenne das Level so halbwegs. Wie man gerade gesehen hat, wusste ich natürlich, dass da Feuer ist und wollte euch nur mal demonstrieren, was passiert, wenn man da reinspringt. Mit dem Sonic. Also, es war alles Absicht. Und dann da rüber oder auch nicht. Ja. Da wollte ich. Naja, passiert mal. Macht das mal unter Zeitdruck, wenn ihr gegen anderen Gegner noch ein Wettrennen machen müsst, dann ist das besonders toll. Muss man sagen. Oh. Das war auch wieder ziemlich knapp. Uiuiui. Ach genau, jetzt kam die Stelle. Autsch. Lass mal das da hinten rein. Uiuiui. Weg. Ich hab's eilig. Auch wenn es kein Wegfall ist. Aber ich hab's trotzdem eilig. Njong. Müsste man hier nicht vor muss. Anscheinend ja. Aber hier vorne nicht vor muss. Ich hab anscheinend ja. Und ab jetzt geht der Scheiß los. Wobei hier geht's noch. Der Scheiß geht ja gleich los.
zwei hier vorne. Autsch. Autsch. Hey! Ich hab's mal wieder geschafft, da hochzukommen. Da ist ja schon das Ziel. Was für ein Zufall. Oh mein Gott, das fliegt weg. Los. Was sollen wir nur tun? Auf jeden Fall nicht da in diese Lücke fallen. Na, Möglichkeit auch nicht in diesen Wirbelsturm rein. Ja. Das meine ich damit. Die Stelle ist ziemlich scheiße. Das schade nicht. Geschafft. Oh Mann, wie ich diesen Abschnitt hasse. Ja. Besonders wenn ich den Gegner reinschaffe. Hallo, ich hab doch seinen Kopf voll berührt. Hey, da ist ja das Ziel. Was für ein Zufall. Nein, man kann das Ziel übrigens nicht vorher erreichen. Ich war schon so schnell, dass ich ins Ziel gesprungen bin und trotzdem hat es nicht gereicht. Ah, so, jetzt. Genau, jetzt hat mich das Auto blockiert. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Level hatte. Zumindest in der 2D-Version. Ist das Level echt zum Kotzen. Ich weiß auch nicht, warum... Ich werde es nie lernen, oder? Da ist ein Ring. Übrigens, den Ring, da sollte man sich nur holen, wenn man lebensmüde ist und mehr Leben hat, als ich gerade. So. Probieren wir das Ganze diesmal ordentlich anzugehen. Wieso? Ja, und wenn man in Wirbelsturm drinnen bleibt, stirbt man übrigens auch. Was übrigens sehr schön ist, wenn man da diese Kante nicht hochkommt. So ist das zumindest, warum ich das Level nicht mag. Einfach aus diesem Grund. Ah, wir haben was mitgenommen. Coole Sache. Eigentlich ist das Level ja gar kein Problem, wenn man unschwer erkennen kann. Ich wollte nur mal nach ganz unten. Ich wollte mal wissen, was da ist. Oh Mann, ich mag das Level halt nicht. Ich will diesen Wirbelsturm. Ach, jetzt kommt wieder der Mist. Wow. Ja, hi. Na? Man kann auch einfach auf den da raufspringen und so machen, aber... Gut, das da oben kenne ich noch gar nicht. Das ist doch cool. Aber scheiß drauf. Hi Gegner. Hi Gegner. Hi Gegnerwelt. Hm. Ich war sicher hier oben war ein Mundspeicher. Nehmen wir einfach den hier. Oh. Wie ich diesen Wirbelsturmabschnitt hasse. Und ja, ich mag ihn wirklich nicht aus diesem einen Grund. Sonst ist das dafür völlig in Ordnung. Das Level ist ja auch an sich vollkommen in Ordnung. Nur diese Sache hier mit dem Wirbelsturm. Ist schon ein bisschen scheiße. Oh, nein! Oh. Und dass er einen ranzieht. Und es ist ziemlich schwer, es rauszufinden, muss er.
So, nehmen wir mal den obersten Weg. So, so, da seht ihr, man kann da gar nicht rankommen. Egal wie sehr man es probiert. Ich frag mich, wieso ich eigentlich nie diese Sprungwerte hier benutze, jetzt wo ich es gerade mal sehe. Das hätte vieles einfacher, glaube ich, gemacht. Hoppala. Oh, könnte ich mal bitte ins Ziel kommen. Ich hoffe, wir sind jetzt noch fast beim Ziel. Da glaube ich, will ich nicht lang. Schieß mich jetzt bitte aufs Ziel, da hinten ist es. Bitte! Das sieht leichter aus, als es ist. Besonders mit dem Gegenwind. So. Wenn man das auch geschafft. Ja, rote Ringe gibt's einen Erfolg für. Okay. Wie ich diesen Abschnitt hasse. Hi. Du bist von Team C. Ich hätte es ohne deine Hilfe geschafft, Sonic, aber danke. Du siehst übrigens weniger stachlich aus. Ich frage mich, was... Ich glaube, das hier ist die Welt, die ihr noch nicht kennt, und das hier ist halt die, die wir noch machen müssen. Also, auf da. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das für eine Welt ist. Ist genauso so beschissen wie die andere. Moment. In dieser Welt fällt alles runter, kann das grad sein? Ich bin den anderen Sonic, wäre das einfach. Wow. Oh, wow, wow. Darf nicht so dreckig. Diese Luftballons. Diese Gondeln. Diese Stacheldinger. Oh, hier ist ein roter Ring. Und deswegen bin ich hier. Immerhin haben wir den roten Ring. Das ist doch Hauptsache. Nicht, dass wir das Level schaffen oder so. Und wieso sind hier Sensen? Was hat das mit Sonic zu tun? Toll. Gerade habe ich die erst eingesammelt. Ja. Ja. Oh nein. 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 Ich mag diesen Fasslevel nicht. Aua. Oh. So geht's natürlich auch. So. Ach genau, jetzt wird es ja lustig. Ja, wie ihr seht, lustig. Balilo rot. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber es scheint auch nicht zu klappen. Na, natürlich springe ich in die Stacheln rein. Warum auch nicht? Was macht ihr das von den Profi so? Stacheln sind immerhin Secret Dive. Und ich bin an der Plattform gegengestoßen und mein Schuss gefallen zu fliegen. Ich will hier bitte raus aus dieser Welt. Ich mag diese Welt nicht.
sein Sound. Übrigens, macht ihr mal ein Wettrennen. Das ist übrigens sehr lustig. Oh. Gib mir den Ring. Wieso konnte ich den nicht einsammeln mehr? Na, das kann er jetzt lustig sein. Uiu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 
Ja, genau. Und zack. Und Sprung. Und Stunts machen. Ja. Doch, die Spitze. Danke. Es wäre schön, wenn du jetzt nichts selbst machst. Weil sonst sind wir gleich im Abkonzert. Ah, schön, wenn man mit den Leuten reden kann. Autsch. Das hat mich nicht sehr weh. Dann geben wir jetzt deswegen guten Dank. Und bekommen da auch was mit. Oh nein. Nein. Ich glaube, das gab sogar früher ein Comic. Wow, wir haben die Dinger kaputt gemacht, die Luftballons. Klingt sehr praktisch, wenn man die braucht, um darauf zu kommen. Ich frage mich gerade, ob es möglich wäre, durch die oben reinzukommen. Was zur Hölle? Wieso springe ich da nicht ab? Oh. Probier oben lang zu kommen. Ich hoffe, das bringt mir was. Zumal mein letztes Leben. Ich wäre ziemlich uncool jetzt zu sterben. Oh nein. Oh. Ich glaube, da unten ist auch das Ziel. Glaube ich auch. Ja, doch. Oh nein. Oh. Nein. Oh. Oh. Oh, das nehmen. Das nehmen die sich einfach mal mit. Einfach die Sicherheit. Oh, noch runterringen. Ich glaube, wir sind. Nee. Haben. Übrigens, das meinte ich mit dem Stein. Diesen zwar nicht kommen, wie die einfach weg. So. So, weg mit euch. Und durch hier. Ich frage mich gerade, ob es hier irgendwas gab, wenn man die gefahren ist. Ich sehe nichts. Genau, nein. Das hast du. Hörtest du jetzt Sonic? Wow. Wow. Darum ist noch ein Leben. Stacheln. Alter. Dieses Spiel ist krank. Ich glaube, wir haben ihn zerstört. Ist ja original wie in Sonic Colors. Und Ziel. Yay. Gut. Dann haben wir das ja. Schön. Sonic. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Tja, und wundert euch dann bitte nicht, wenn in der nächsten Folge die Sachen anders sind, weil da hatte ich wesentlich mehr. Zu...
Beispiel war das. Ich glaube, ich hatte hier die ganze Mission hier vorne nämlich gemacht. Also alle die hier. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatte ich die alle halt gemacht. Oder hatte ich die noch nicht gemacht? Ich glaube, ich hatte die noch nicht gemacht. Also. Auf jeden Fall seht ihr alles in der nächsten Folge. Tschüss.